Ach komm. Nicht so schnell. Juhu, Aufstieg! Where's Bulma's house? I can't get over how huge Bulma's place is. Die Leute macht mich total verrückt. Hallo, Bull. Oh, so gut, ein perfektes Timing. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ach ja, und was brauchst du? Es geht um Yamchu. Wieder mal. Seit er wieder da ist, hat er ziemlich viel Spaß. Hey, das ist doch super. Aber naja, ich mache mir wirklich Sorgen wegen seiner Dating-Situation. Ich hoffe, bei ihm läuft alles. Ganz bestimmt, Yamchu hatte das doch schon immer ziemlich gut drauf, oder nicht? Naja, ich mache mir aber trotzdem Sorgen. Könntest du wohl mal für mich nach ihm sehen? What? Weiß ich? Sure. Ja, ich würde das eigentlich übernehmen, muss aber unbedingt noch was anderes machen, also kannst du mir helfen? 38.000 Erfahrungspunkte, ja klar. Voll die Erfahrungspunktschlampe. Hi. Klar, überlass es mir, dankeschön. Also, wo ist er? Ist auf Date mit Sapphire, also ist er wahrscheinlich auf der Straße nordöstlich der Stadt. Hi. Okay, mach mich auf den Weg. Ups. Da. Ich habe in letzter Zeit keine verrückten Geschichten gehört. Okay. Das ist kein Pferd. Mann, was für ein Leben. Wirklich schön, wieder hier zu sein. Da ist er. Heute ist einfach ein toller Tag. Du bist so ein Träumer, Yamchu. Danke, meine Süße. Aber weißt du was? Eigentlich bin ich nur deinetwegen so verträumt. Oh, Yamchu. Was für ein Leben. Ich bin von den Toten zurückgekehrt, habe jeden Tag Dates mit heißen Mädels. Ja, ich fühle mich richtig lebendig. Mein Gott. Wait a minute. Was zur Hölle machst du da? Wer ist das? Hey, ich bin Yamchus Freundin und wer bist du? Weiß, ich bin Yamchus Freundin. Oh oh, das habe ich nicht kommen sehen. Naja, aber das wird schon. Irgendwie komme ich aus der Sache raus. Schließlich wurde ich von Meister Kaio trainiert. Ich kann alles schaffen. Erdan Yamchu, kannst du vielleicht mal was erklären? Du hast mir gesagt, dass ich der Einzige für dich bin. Okay, meine Damen, ganz ruhig, ich kann das erklären. Also ihr seid beide etwas ganz Besonderes für mich, also ist es nicht fair, dass... Yamchu! Du hast mich hintergangen und mich betrogen, oder? Wisst ihr, was wir jetzt brauchen? Eiscreme. Holen wir uns ein Eis und dann bringen wir die Sache in Ordnung. Vergiss es. Ja, ich dachte mir schon, dass das nicht funktionieren würde. Ich hätte nie gedacht, dass du mich betrügen würdest. Ich hasse dich. Du hast uns die doch besorgt, damit wir uns wehren können, oder? Tja, jetzt wehren wir uns. Ach ja, stimmt. Und ich habe die Dinger bei der Capsule Corporation verstärken lassen. Das könnte übel für mich werden.
Aber wenn der Kampf gut läuft, kann ich vielleicht wieder, kann ich das vielleicht wieder gerade biegen. Pool wollte, dass ich nach ihm sehe, aber vielleicht helfe ich ihm besser hier. Hm. 33, ja. Oh. Ah, zu spät. Wir haben Türstufe 23. Okay, ihr Verlierer, genug gespielt. Yamchu, ich glaube, ich verliebe mich schon wieder in ihn. Geschafft, ich bin so gut, dass ich es fast schon, dass es fast schon beängstigend ist. Vorsicht! Also das finde ich richtig geil, wir sind am Abend, wir müssen richtig verarschen. What? Ich hoffe, es gibt jede Menge bessere Typen da draußen. Selbst die Entwickler waren sie über ihren Schulustig. Ja, hey, wir sollten ein Eis essen gehen, nur wir beide, was meinst du? Klar, das klingt super. Die haben Schuhe, jetzt stirbt bloß nicht. Es geht mir gut, Pool. Wie? Ja! Yeah. Ich bin ein ehemaliger Schüler von Meister Kai. Lass mich von sowas doch nicht unterkriegen. Mhm. Das ist der am Typ, den ich kenne. Du bist einfach der Coolste. Ja, oder? Ist definitiv stärker als früher. Aber dass ihn diese Explosion erfasst hat, dagegen war ja der Pflanzenmann-Vorfall ein voller Erfolg. Das war wirklich ziemlich schwach. Ach, schön. So. Haben wir da noch was? Nö. Mal wieder zur Weltkarte. Moment, doch. Und in der westlichen Hauptstadt. Und ich kann es nicht fassen, dass ich mit Paul und Sefer vergeigt habe. Ja, selber schuld. Die haben Chewie, ist so cool. Also ich sehe jetzt nichts mehr. So, gehen wir zum Quittenwald. Quittenwald. Der wird eigentlich erst beim Training gegen schon wissen wen, eigentlich aktuell in Z, ne? Nicht spoilern.
Aber was ich sagen kann, weil das ist kein Spoiler, den Herr der Kraniche und Tao Bai Bai, die beiden stehen in der westlichen Hauptstadt am Brunnen. Die haben wir schon besucht. Kriege ich richtig Lust auf saftigen Pfirsich. Was haben wir denn da? Eine Erinnerung. Bora und sein Sohn Upa leben im heiligen Quittenwald und haben die Aufgabe, ihn zu beschützen. Eines Tages finden sie einen Dragon Ball, werden jedoch von der Red Ribbon Armee angegriffen, die ihn an sich nehmen will. Bora kann gegen die Bösewichte bestehen, die Armee nimmt Upa jedoch als Geisel. Son Goku, der ebenfalls auf der Suche nach den Dragon Balls ist, trifft zufällig ein und besiegt Upas Angreifer. Ja, man kennt's, man kennt's. Da drüben. Kommst du immer nicht markieren. Im Westen drüben. Da so, ne? Was da alles gibt. Alter, im Osten haben wir gesagt, ne? Alter, Westen? Ja. Osten. Der sechste Ball. Wuhu. Da gibt es einen Trainingsbereich. Da schauen wir uns ab. Ups, zu weit. Haben wir alles, natürlich. Vegeta können wir was machen. Piccolo können wir was machen. Können wir Vegeta und Piccolo zur Gruppe hinzufügen? Können wir das? Wir können auch tauschen oder als Vegeta spielen. Oh, bleiben mal noch bei Son Gohan. Ich würde aber Vegeta trotzdem mitnehmen. Ja, am Zug kann man gestohlen bleiben, wenn ich ehrlich bin. Wieso, da hat auch noch so eine super Pose drauf. Aha. So. Ich würde gerne raufkraxeln. Gefühlte 15 Folgen lang. Klüng, klüng. So, gucken wir mal, ob Meister Quitt irgendwas zum Sagen hat. Willkommen, fühl dich wie zu Hause. Okay. Krillin? Ja. Ohne Son Goku hätte ich es nie so weit gebracht. Wie geht da? Kakarot ist ein Super Saiyajin geworden. Das kann nicht sein. War Vegeta jemals im Quittenturm?
Ja, deswegen war das jetzt ein Must-Do. Ich glaube, du verstehst. Oh. Was macht Bulma um? Nach fast einem ganzen Tag erreicht Son Goku endlich die Spitze des Meister Quitt-Turms. Dort wartet auch Meister Quitt, ein alter katzenartiger Einsiedler, der einen Stab trägt. Er sagt, dass er bereit ist, Son Goku das heilige Wasser trinken zu lassen. Was er damit jedoch wirklich meint, Son Goku kann es trinken, wenn er es bekommt. Meister Quitt hindert Son Goku auf jede ihm mögliche Weise daran, das Wasser zu trinken. Tja, warum nur? Ah, müsstest du denn wohl schon. Son Goku reist zum Versteck von Gott, um Shenlong wiederzubeleben. Kommt jedoch nicht an Gottes Diener Mr. Popo vorbei. Als er sieht, wie entschlossen Son Goku ist, Mr. Popo zu besiegen, erlaubt Gott dem Jungen, diese Voraussetzung zu umgehen, um ihn zu besuchen. Als Son Goku Gott zum ersten Mal sieht, ist er vollkommen geschockt, da ja Dämonenkönig Piccolo wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Tja, warum nur? Ist Dragon Ball schon. There's a lot of power in this. Wow, this energy is incredible. Ich juck schon. So, was will Bulma hier? Hi there. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Ort auf der Erde gibt. Unglaublich, dass ihn bisher noch niemand entdeckt hat. Naja, wir reden ja hier auch vom Wächter des Planeten. Der lässt bestimmt nicht zu, dass man sein Heim so schnell findet, oder? Ja, hier ist es richtig schön. Ich würde mich hier wirklich gerne mal etwas umsehen. Ich sollte etwas von meiner Ausrüstung herbringen. Oh hey, du, kannst du das hier haben? Oh hey, du kannst das hier haben. Ich brauche es nicht. Getriebelager G. Danke. Da fehlt eine Tür. Blub, blub. So. Komm, Lukadorf, geh mal hin, da eben den Dragon Ball holen. Ich würde mich gerne mal den Drachen auch rufen. Ich meine, ich muss jetzt nicht alle Dragon Balls auf einmal zusammensammeln. Ich würde mir jetzt doch den holen, dann noch eine Nebenquest machen und damit der Hauptstory weitermachen. Andererseits, wann also das nächste Mal die Möglichkeit, die Dragon Balls zu sammeln? Das weiß man nicht. Willst du was Gutes? Dann komm freies. Wenn er meint. Strider jetzt! Da leuchtet er schon. Der ist ziemlich der Ball. Daneben Quest? Nö, aber wir haben da Türme. Mach mal weg da. Got it!
da nicht gerade geheißen, wo das ein Gegner ist? Ach, die will mal wieder. So, Hammer. Geht der Knochenbild, wenn wir mal hinherfliegen, ne? Super. Schöne Hemd ist dabei. Ich finde, es gibt Ärger mit seiner Frau, ne? Ja, das ist auch zu gut. Andi, nicht spoilern! Ah. Kann man da ja noch nicht wissen, dass Chi-Chi fremd geht. Alter, ich glaube, da gibt es sich freiwillig die Kugel. Definitiv.